Und damit ein herzliches Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Ich bin's Andi und ich habe mir mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht, weil ich habe ja in letzter Zeit wenig Story-basierende Spiele gehabt und ich habe jetzt gedacht, ja, du hast schon ewig Skyrim und hast schon ewig gespielt und aber seit Ewigkeit nicht mehr gespielt und ich wollte das Ding sowieso mal Let's Playen. Und deswegen, ja, habe ich es jetzt vor, nochmal neu zu starten und zwar was wollte ich machen? Was wollte ich denn genau machen? So ein Messerstecher, One-Hit von Sneaky Bastard. Weil ich habe bis jetzt einen Magier und einen Bogenschützen gemacht. Und ja, ich habe mir gedacht, da kannst du ja mal was Neues machen. Und ich muss dann noch gleich die Soundoption einstellen, weil ihr werdet mich jetzt ein bisschen leise hören. Und den Sound wird ein bisschen zu laut sein, aber ich werde den dann ein bisschen runterschrauben. Und ja, jetzt ladet es erstmal ewig, bis dann die Szene kommt mit dem Pferd. Also, ich will mal kleine Einzelheiten erzählen, was ich so vorhabe mit dem Let's Play. Weil ich denke mal, die Story dürfte jeder kennen, der das wirklich spielen wollte oder sehen wollte, weil das ist ja schon ewig draußen. Und deswegen, also ihr werdet hier sehen, ich werde ganz normal einfach die Story, die Hauptquest durchmachen und dann einfach ein bisschen Spaß dran haben und ein paar Höhlen erkunden und einfach das machen, worauf ich gerade Bock habe. Und ich werde dann halt nicht dieses, ich darf auf keinen Fall cheaten und ich muss da durchkommen, sondern ich will einfach Spaß an dem Spiel haben. Und ich spiele auch Skyrim nur so. Ich weiß, manche finden es ultra scheiße, wenn man cheatet oder auch nur daran denkt zu cheaten. Aber ich finde halt, wenn ich manche Sachen halt zwei, dreimal nicht packe, Hey, ihr da. dann. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze Warte. überqueren. Weiß sie, das geht. Einstellungen. Audio. Drehen wir ihn ein bisschen zurück. Das war vielleicht nicht ganz so krass. Nur ein bisschen zu laut. Stimmen hoch, Fußstapfen. Ja, das sollte passen. Speichern. So, jetzt lasse ich den gleich mal aussehen. Also, ich will wirklich Spaß an dem Spiel haben. Und wer das nicht will, der kann jetzt schon gleich abschalten, weil ich habe halt vor, einfach nur meinen Spaß an dem Spiel zu Richtig. haben. Und Seid ja, ich genau werde in den trotzdem noch ein Hinterhalt der bisschen so Kaiserlichen geraten. Genau wie meinen wir. Erfahrungsbericht hier rein, Und wie obwohl ich ein dieser relativ Dieb da schlechter drüben. Spieler bin, muss ich sagen. Ich habe einen Kumpel immer. Verdammt sollt ihr Sturmwindel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. So sieht's nämlich aus. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Märtyrer. Ich Nein, weiß es. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn?
Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen, wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lol, da heißen zwei Ralof, weil der eine bewegt sich Lothir da auch. Von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Okay. Wer seid ihr? So. Also, jetzt können wir natürlich... Jetzt gucken wir mal, was können wir denn? Auf die habe ich keinen Bock. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich die selbst einfachsten Bretonen der Hochelfs hier im Widerstand gegen Magie bedürfen können, die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absolvieren. Dunkelelf. Ja, Dunkelelfen. Ich will keine Elf eigentlich spielen. Ihre Heimat der Somerset-Inseln auch unter dem Namen Altmeer, bekannten Hohe sind Gabs folgten erkannten Künsten. Ja, den habe ich schon gespielt. Kaiserlicher. Kampfkunst und Magie. Khajiit. Ich glaube, ich nehme einen Khajiit, weil ich wollte eigentlich einen Sneaky Bastard nehmen. Also die mag ich nicht. Was kann Rot Vardone? Nein, ich nehme einen Khajiit. Ich mag das Schleichen und das Abmurksen. So, Geschlecht, ja, mir bleibt männlich. Okay, strange. Gucken wir mal. Der sieht nice aus. Aber ich will so einen Grauton haben. Nach Gewicht, ja. Ne, wir machen so einen mittelmäßigen. Muss es schon passen. Hell. Wie sieht denn das aus? Ich finde, das Hell hat irgendwas Geiles. Okay. So, Schmutz. Ja, mir ist schmutzig, schmutzwarm. Ich mache ihn ein bisschen heller am Gesicht. So, Narben. Definitiv. So. Blitznarbe. Da fand ich das eigentlich in einem. Jesus, das sieht geil aus, okay. Das Rot gefällt mir auch ganz gut, ja. So Gesicht. Nasenart, oh Gott. Das sieht gut aus. So, Nasenhöhe. So ein bisschen so. Länge der Beine, Kieferhöhe. Nee, das brauche ich nicht alles umstellen, das gefällt mir so. Oh, ich bin ein süßer kleiner Kater, niemand kann mir was. Jesus. Okay, damit schaue ich eher aus wie so eine Schlange. Ich will so ein bisschen grimmigen Blick haben, den da. Ich nehme das. Das sieht fett aus. Augenhöhe passt, Augenbreite passt. Lidstrichfarbe. Nochmal ein bisschen so. Ne, kein Lid war. Ah, warte. So. Das sieht auch geil aus. Braue. Scheiß ich da drauf. Und Haare.
das nicht. Das gefällt mir schon ganz gut. Bart. Ohne Bart sieht er ein bisschen besser. Haarfarbe. Nein, das muss so bleiben, so dreckig. So, okay. R. Beenden und ihm einen Namen geben. Ich hasse es. Ich krieg nämlich nie gescheite Namen. Aber ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil ich so eigentlich überall heiße. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Fick dich. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyr zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Bitch. So. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Ach, wie einfach wäre es, wenn es durchgeführt hätte. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der Altgöttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Also. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ich weiß nicht, nochmal, das Spiel ist ab 16. Und ich weiß jetzt nicht, wenn meine ich die 10 jetzt zeige. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Ja, ich zeig's jetzt einfach mal. Also, Tag. Ist jetzt nichts Schlimmes. Also, ich weiß nicht, ob das da irgendwie dann von YouTube noch hochgesetzt wird. Aber das müsste eigentlich so gehen. Ich korrigiere die ganze Zeit mein Mikrofon. Tod den Sturmmänteln! Jojo! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Ah, merci beaucoup. Also ihr seht, ich habe das Text wieder. Habt ihr das gehört? Nicht hochgestellt. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Weil mein PC ist einfach ein bisschen scheiße und einfach alt. Und deswegen, ja, habe ich es runtergestellt. Also ich kann jetzt hier nichts machen, mich nicht wehren oder so. Aber ihr wisst ja eigentlich, was passiert. Ich stehe auf, werde zum Berserker und muss alle ab. Da kann ich jetzt meinen Kopf bewegen. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Ich gebe den Tipp, es ist kein Drache. Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gesehen? Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Ja. Keine zweite Chance gewähren. Hier entlang. Komm, komm, auf. Renn, renn. Also, ich bin nur so am Anfang in so einem Glauben. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Ja, dann rennen. Erstmal noch ganz chillig joggen jetzt. Wollen. Mir nach! Den Turm hinauf! Ja, schnell! Wir müssen nur ein. Hallo, Drache! Hallo! Hallo! Oh, achso, ich muss. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und läuft immer. Okay, nein. Ich muss einfach runter.